Hallo, da sind wir auch schon wieder zurück zu Assassin's Creed Valhalla und in Hrafnatorp, unserer lieben kleinen Siedlung mitten in Engerland. Können wir noch ein bisschen Proviant einsammeln. In der letzten Folge haben wir uns ja dem Eiferer Gutbert gestellt. Und ja, in dieser Folge werden wir jetzt der Randvieh Bericht erstatten und dann ziehen wir wahrscheinlich direkt in dieses nächste Gebiet weiter, was wir eigentlich vor Lunden auf dem Schirm hatten. Mit diesem 130er Stärke-Gedöns halt. Und wir haben sogar noch 2 Punkte zu vergeben. Das ist auch nicht schlecht. Schön, dich zu sehen. Lunden steht uns bei und ist frei vom Orden. Gut, Haitham wird zufrieden sein. Ich sollte mit Haitham die nächsten Ziele besprechen. Na gut, reden wir erstmal mit Haitham. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Nebenbezirk. Ich sollte mit Haitham sprechen. Ja, ich hab's verstanden. Wenn es ihm so wichtig ist, dann machen wir das natürlich, liebe Leute. Ah, es regnet. Schöner Sommerregen. Lunden wurde vom Orden bereinigt. Vorerst haben sie dort keine Macht mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Ich würde sie gebührend zelebrieren, doch nun leidet Jovovic unter demselben Befall. Die Stadt wird von Nordleuten beherrscht. Ich sollte dort leichter Verbündete finden. Das ist ein hoffnungsfroher Blick darauf. Sprich mit Randvi, wenn du dorthin reisen möchtest. Ich habe hier etwas für dich. Eine Nachricht, die dich verstimmen könnte. Sprich nur. Erinnerst du dich an Kjötvis Sohn, Gorm? Er hat mittlerweile den Platz seines Vaters im Orden eingenommen. Ist das so? Ist Gorm hier in Engerland ein weiterer Name auf unserer Liste? Er ist eines unserer Ziele. Aber er ist nicht in Engerland. Er ist weiter westlich. Ein Land namens Vinland, vor Jahrhunderten von einem irischen Seemann namens Brenin entdeckt. Der Orden der Ältesten ist neuerdings sehr an Vinland interessiert, aber ich vermag nicht zu sagen, warum. Lass es mich für dich herausfinden. Nach Gorms Tod. Vinland ist meinen Quellen zufolge weit entfernt. Es könnte Wochen dauern, ihn zu finden. Nach langer, gefährlicher Reise. Keine Gefahr könnte mich abschrecken, Haitham. Ich spreche mit Randvi und plane die Überfahrt. Gab es sonst noch etwas? Ich muss gehen. Dann geh in Frieden. Hätten wir die Information, ich meine, wir haben jetzt von alleine herausgefunden, wer der Kiel ist, aber hätten wir die Informationen auch so bekommen, die wir jetzt einfach die Hauptquest in Lunden gemacht hätten und er hätte uns die Schriftrollen einfach zugesteckt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier noch Informationen im Orden. Der Zunder, die Nadel, die Kammer. Okay, das sind die neuen. Der Zunder hält sich in Öffwig auf. Setze die Geschichte fort. Brief von einem Armen. Mit Streiter Christi, der Zunder, religionsfanatisch und auf Zerstörung aus. Diese Person muss sterben, damit der Rest von uns leben kann. Ein armer Mitstreiter Christi. Die Kammer. Stets wohl informiert, klug und schwer zu fassen. Diese Person muss sterben, damit der Rest von uns leben kann. Die Nadel, bewandert in der Mützstecherei und auf den Schwarzmarkt. Diese Person muss sterben. Okay. Der Mitstreiter Christi. Okay, an die Magister kommen wir hier wohl so schnell nicht heran. Wie gesagt, der Gorm ist in Vinland. Fulke wissen wir zurzeit nicht. Die Leier ist natürlich noch so eine Geschichte. Ich könnte mir jetzt aber auch gut vorstellen, dass die Leier gar nicht hier ist, sondern in Frankreich oder so. Es wäre natürlich ein, oder halt auf einem anderen, in einer anderen Stadt, in Brügge oder wie auch immer. Ja, bin ich schon gespannt. Also gerade die beiden hier, aber die werden wir natürlich auch schon kriegen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir können halt jetzt rüber, können uns Gorm zuerst holen oder wir machen halt hier erstmal noch ein kleines Stück weiter. Das ist halt auch die Frage. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hast du mit Haitham über Vinland gesprochen? Das habe ich.
Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Okay, Stufe 160. Das können wir also auf jeden Fall jetzt zuerst noch nicht machen. Wir müssen ein bisschen besonderer sein. 190, 250. Wir werden uns hier erstmal umkümmern. Siolbert ist also nach Schobeschir gereist. Das ist er. In eine schwierige Lage dazu. Der Schier steckt schon lange im Sumpf des Krieges gegen Rodri, König der Bretonen. Siolbert hofft, einen Frieden mit den Bretonen des Westens auszuhandeln. Ein schwieriges Unterfangen für einen Grünschnabel. Ich hoffe, du konntest ihn gut darauf vorbereiten. Sicherlich. Aber ich halte es für besser, wenn du diesen Gesprächen beiwohnst. Wenn Siolbert es schafft, erhalten wir ein wertvolles Bündnis. Wie halt immer den Dolch da reinstecken muss in die teure Karte. Ich breche gleich nach Schobeschir auf. Ich bin erleichtert. Er und Ivar sollten gerade in Quadfort sein. Du findest es entlang des Säfern. Wenn Ivar bei ihm ist, werde ich dringend gebraucht. Sehr schön. Moment, dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Dort müssen wir hin. Am dichtesten dran wären wir wahrscheinlich hier. Dann könnten wir auf dem Weg dahin noch das Kloster dort plündern. Ja, ich denke, das werden wir machen, liebe Leute. Das werden wir machen, liebe Leute. So viel zu tun. So, wie reisen wir am besten? Ich würde sagen, wir markieren es uns. Und sagen unseren Leuten, segelt mal zur Markierung. Stimmt etwas an. Sieht auch mittlerweile wieder ein bisschen herbstlicher aus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir uns weiter im Norden aufhalten und dass wir jetzt, wenn wir nachher noch weiter in den Norden kommen, vielleicht sogar Schnee sehen. Aber passt auch nicht ganz zu England. Schöne Landschaft. Da oben ist ein Aussichtspunkt. Den müssen wir uns halt auch noch holen. Aber ich würde jetzt zuerst einfach mal hier lang segeln, um dort dieses Kloster zu plündern. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Material. Was ist denn das hier? Da müssen wir uns mal drum kümmern, liebe Leute. Es tut mir leid. Man wird auch zwischendurch immer aufgehalten. Ja, Jungs, ich komme gleich wieder. Anscheinend wird dort eine Jungfrau in Nöten in einem Turm festgehalten. Das ist doch die perfekte Rittergeschichte für die nächste... den nächsten Aufenthalt in einer Kneipe. Ich glaube natürlich, dass es eine Falle ist, aber es ist mir jetzt egal. Ich finde das lustig. Oh, du hast eine wunderschöne Stimme. Ein Herausforderer naht. Oh, welch Segen. Weiche, Däne. Ich habe dieser Dame die Treue geschworen und zögere nicht, dafür zu töten. Wenn du sie gegen ihren Willen einsperren willst, solltest du sie vielleicht knebeln. Ich bin Tant Tarquin. Lady Annis gehört zu mir. Ich bin mal so gespannt. Das ist aber ein ganz schön heruntergekommener Turm. Hätte er wenigstens mal ein bisschen. Ich komme da gar nicht rein.
Nö, ich kann nirgendwo einen anderen Eingang sehen. Genug! Ich gebe auf! Such dir einen anderen Beschützer! Seltsam. Oh nein, ich hab ihn... Es ist vorbei. Du kannst nun rauskommen. Tarkin? Mein Tarn! Was ist passiert? Dein Entführer ist geflohen. Er war etwas weichlich für meinen Geschmack. Was willst du wirklich hier? Oh Gott, nein! Es war nur ein Spiel. Eine Tollerei. Mein lieber Tarkin, wie konntest du nur? Nun, ich dachte, er hielt dich gefangen. Alles Teil der Verführung. Oh Gott, du dachtest wirklich, mein Leben wäre in Gefahr? Und du setztest dein eigenes. Oh, du bist so tapfer. Welch Beschützer. Das ist ein Witz, oder? Bitte, du musst für mich kämpfen. Wer weiß, was dort unten lauert. Welch bösartiges Volk mir schaden will. Ich brauche Schutz. Stark und standhaft. Bitte, halte unten Wache. Wenn ich das tue, kommst du heraus? Oh, aber sicher doch. Stell dich einfach vor die Tür dort unten. Damit bist du gleich zwischen mir und all den bösen, bösen Männern. Na und jetzt? Da kommt Ärger. Oh, gut. Echter Ärger. Verhalt dich still. Oh, wie schrecklich. Ich, eine Königstochter, die mit allen seltenen Steinen ihres hohen Hauses fortliegt. Hä? Was war das? Kann ja nicht schaden, mal nachzusehen. Oh! Oh. Du hast es wieder geschafft. Was ist das denn für einer? Ich schätze, ich sollte jetzt gehen. Bist du noch da? Meine Retter? Oh je. Die weiße Dame von Tarmsworth. Hä? Das war's? Oh Mann, ihr könnt doch nicht dauernd solche Quests triggern und dann kriegt man da kein vernünftiges Ende raus. Ich meine, gut, das war ja klar, dass wir hier genaht werden, aber ich hätte trotzdem gerne gesehen, wer sich dort im Turm versteckt. Naja. Kann man nichts machen. Ist halt so. Der lebt noch, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und wir gehen wieder zurück auf unser Langschiff. Doch noch rausgekommen? Nö. Gut, damit ist die Sache für uns erledigt. Dann werden wir jetzt mal gleich ein schönes Kloster plündern. Aber trotzdem witzig. Lockert die Stimmung zwischendurch auch echt mal auf. Würmer, Bruteifer. Ist das Segel? Segel! Weniger Segel! Hey, was ist los? Dachte, ihr folgt jetzt wieder der Questmarkierung. Na gut, gehen wir das Ganze per Hand an. Mehr Segel! Segel! Jetzt geht's. Sing, mein Graf. Ach, langsam schläft auch meine Hand ein. Das heißt, ich werde auch gleich nach dieser Folge mal eine komplette Aufnahmepause machen. Interessanter Turm da oben. Ob da auch eine Jungfrau in Nöten drin ist. Na, den gucken wir uns auch noch an.
Versprochen. Da hinten ist übrigens so schon Schnee. Seht ihr das? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Das heißt, das hier ist wirklich nachher in Eis und Schnee. Das ist natürlich auch richtig cool. Northumbria. Gibt es auch so viel noch zu entdecken. Okay, wir halten voll drauf. Der Scharmützler. Der lebt noch? Ach so, das ist unser. Oh, kleiner Scharmützler. Sieg war für Heitam. Genau. Die nehmen wir gerne mit. Was hat es da oben? Noch mehr Pfeile? Ich töte dich. Das hättest du lieber nicht sagen sollen. So. So muss das sein, liebe Leute. So muss das sein und nicht anders. Oh, ein paar Pfeile, die nehmen wir mit. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Misstrauensgebiet. Ich weiß gar nicht, warum die uns misstrauen sollten. Wir sind doch ganz friedlich. Ja, nur lass mich da auch mal durch. Ich möchte auch gucken, was hier für Schätze verborgen sind. Es gibt viel zu holen. Das kleine Kreuz, was da unten in der Ecke steht. Das ist ja cool. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Was war's? Ich dachte, wir kommen gerade erst richtig an. Na gut. Dann war's das. Dann gehen wir jetzt zurück zum Schiff. Ja, liebe Leute, dann war's das schon. Aber wir sind noch nicht am Folgenende. Das heißt, die haben noch eine. Denn ist auch noch ein römischer Turm. Das ist auch cool. Heißt es aufsitzen? Ja! Ja! Bei Tor, was ist in dich gefahren? Lass mich doch mal. Okay. Dann heißt es jetzt für uns nur noch
unser Questziel erreichen und dann mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Der Turm, dann dort hinten die Ruine, hier vorne der Bauernhof, da oben diese riesige Burg mit dem Turm und alles. Also schon nicht schlecht. Hinten ist auch wieder eine Kirche. Gerade noch die Kurve gekriegt. Oh nö. Können wir das einfach wegrammen? Naja, wir werden versuchen, das Hindernis wegzuräumen. Ich glaube, da kommen wir nicht raus. Wir müssen halt tatsächlich zu Fuß gehen. Beherrsche dich! Das muss kurz. Ihr müsst mal kurz warten, meine lieben Brüder. Ich werde jetzt hier am Ohr. Warte mal, da sind noch Pfeile gewesen. Kiste. Gut, dann gehen wir hier mal an Land und gehen den Rest dann halt zu Fuß. Bin schon gespannt, was uns hier wieder erwartet. Quadford. Haben wir auf jeden Fall auch einen Schnellreisepunkt hin. Ja, du hast es gut. Und hier ein paar Beeren, damit wir unsere Vorräte wieder auffüllen. Generell viele Händler, die außerhalb der Stadt sind. Dürfen die nicht rein, oder? Warte auf. Die Tonnen haben alles verbrannt. Ja, es wird ein langer, karger Winter. Gott, die Bretonen für diesen Krieg. Wieso verbrennen die Bretonen die Ernte? Ich meine, die müssen doch selber auch essen. Bretonen hat keinen Grund, uns zu behelligen. Wir haben nichts Falsches gemacht. Hat deine Tochter Hunger? Ich habe Brot. Wir sind nicht dumm. Was willst du im Gegenzug? Nichts. Ich habe zu Hause auch eine kleine Tochter. Im gleichen Alter. Gut, dann gib her, aber beeil dich. Ich will nicht, dass jemand sieht, wie ich mit einem Bretonen verkehre. Okay, das ist sympathisch. Ich lasse dir den ersten Schlag, aber schlag richtig. Wer ist denn das hier? Ist doch wieder so ein Wikinger zum Anheuern, oder? Ich will dir folgen und großen Ruhm ernten. Gierschlund. Hat von deinen Erfolgen gehört. Die hat auch irgendwie so eine Ausrüstung der Ältesten schon an. Also, naja, wir nehmen die mal mit. Folgen wir. Eine Schlacht. Die Türen der Halle des Altvaters. Hey, Moment, warum ist denn jetzt der Questmarker auf einmal weg? Mit seinen Männern, Ivar ist mit seinen Männern in Skopjeskir eingetroffen, um Rodri, den König der Bretonen, an den Verhandlungstisch zu zwingen. Bischof Eolaf bemüht sich, die Friedensgespräche nicht abreißen zu lassen. Ist das hier unten? Sind die Friedensgespräche hier drin vielleicht? Schöner Tag für ein Würfelspiel. Hätte ich ehrlich gesagt auch Lust drauf, ein kleines Würfelspiel zu machen. Hier liegt noch eine Notiz rum. Tagebucheintrag. Viele Dänen sind nach Watford gekommen. Ein gar ansehnliches Volk. Ich habe mich mit einem von ihnen angefreundet. Er heißt Stenk und hat dunkelblaue Augen. Er hilft mir abends das Holz zu tragen. Angefreundet heißt das ich auch, naja. Oh Gott, extra noch ein Hinweis. Eine Runde Örlök könnte dein Schicksal verändern. Nee, du machst ja Örlück mit jedem, wie es aussieht.
Seit deinem letzten Besuch sind wieder neue Aufträge eingetroffen. Wir suchen immer nach Hilfe, also komm jederzeit vorbei. Sehr seltsam wie immer. Gut Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause. Ich stelle mich mal hier irgendwo hin, wo es ein kleines bisschen ruhiger ist, damit wir beim nächsten Mal nicht direkt in so ein Gewusel reinkommen. Ja, wir stellen uns einfach hier unten mal hin, hier an der Schweinekoppel. Da wird uns niemand stören. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann relativ zeitnah weiter auf. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was machen werde, aber garantiert dann morgen. Und ja, für euch geht es dann übermorgen weiter. Also, liebe Leute, bis übermorgen. Ciao.